2021 Top Scrum Tennis, 6 Box Half Case, Pick Your Player Break. Nummer 1. Ich glaube, es gibt keinen Nummer 2, würde ich fast behaupten. Also, viel Glück an alle. Starten wir mal durch. Danke nochmal an alle fürs Mitmachen, Vollmachen. Jetzt hoffe ich, dass das Kerl nicht mehr rumkommt. Arne, sind die Autos andersrum drin oder normal? Weißt du das? Sind die Autos falsch rum drin? Also von der Rückseite zuerst? Dass man die vorher erkennt, bevor ich die aufdecke. Ne, normal. Okay. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, okay. Alright, viel Glück, Jungs. Erste Box. Let's see. Good luck. Ich lese nicht alle vor, aber wir starten mit Peaches Bartkowicz auf 199. Das ist doch schwer zu erkennen. Peaches. Peaches and Cream. Alright, dann haben wir Insert, A Battle of Baselines, ist Pete Sampras und Jim Courier. Ist ein Random noch, oh, müssen wir auch noch machen, Mensch. Oh Gott. Wer hat den genommen? Das ist der Trainer, ne? Alright, Refractor ist Butch Buchholz. Für Ole zum Geburtstag. Keine Superfractor, aber immerhin Refractor. Wir haben, wie heißt der nochmal? Stan Smith, ja, Stan Smith, Insert, sieht nice aus. Ich muss sagen, das Design ist irgendwie cool. Aljaz Bedin, Refractor. Wir haben Misaki Doi, Refractor. Ich finde das Design echt cool. Navratilova. A Ring of Honor. Wir haben Podoroska, Refractor. Ist der Gold? Ist es wirklich so? Alright, wir haben als nächstes eine Gold. Und zwar für... nice! Arthur Fields. Oh, die ist nicht nummeriert, das sind nur die... Oh, ich dachte, das wäre eine Gold Refractor. Die sind nicht nummeriert, das sind die normalen Gold. Wie heißen die? Gold? Keine Ahnung. Conchita Martinez Refractor. Oh, nice. Und Blue ist Nikolas Basilashvili. Blue. Aber Blue gefällt mir gut. Die sind auf 99 limitiert. 14 von 99. Sieht cool aus. Na, vielleicht machen wir mal ein Set oder so. Gold ist Francesca Jones. Aber ist auch die unnummerierte. Ich finde das Design echt cool. Schlicht und einfach. Ja, aber cool. Ja. Nick Bollettieri Refractor.
Und Auto, Stefan Edberg. Ah, hast du den nicht? Stefan Edberg Auto. Es ist nicht Stefan Effenberg, es ist Stefan Edberg. Stefan Edberg hat Arne. Boom. Da haben wir schon mal einen geilen Hit. Ja, geil, aber ey, du hast was getroffen. Finde ich cool. Also schlecht finde ich das Produkt, ehrlich gesagt. Hätten ein paar mehr Nummerierte, glaube ich, drin sein können, ne? In der Box. Aber wir haben vorhin ein Auto getroffen. Ist der gut, der Edberg? Der Name sagt mir irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht, ob er mithalten kann mit den Großen. Ah, der war das. Ah, ja, stimmt. Jo. Ja, ich kann mich erinnern. Daher kenne ich den Namen. Also, erste Box, erste Auto ist schon mal gut. Kann so weitergehen. Ja, okay. Zweimal sogar. Dann ist es auf jeden Fall eine coole Karte. Wieso habe ich ihn denn so billig gemacht? Können wir mir das erklären? Der hätte doch mindestens zehnfache sein sollen, ne? Alright, viel Glück. Box Nummer 2. Wir starten mit Mark Woodford. Refractor. Ring of Honor, Emerson. Wir haben Ken Roswell, Refractor. Und Aces, nice. Das ist Tracy Austin. Hast du die nicht auch gestartet, Arne? Die sieht auch nice. Cooles Insert. Ich mag echt das Design. Karten gefallen mir echt gut. Kann man nur so sagen. Mir gefallen die blauen aber irgendwie. Wiederum hat das, die unnummerierten haben Hyper, haben irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Retro-Feeling, ne? Gigi Fernandez, Refractor. Und Battle of Baselines ist Billie Jean King und Margaret Smith Court. Billie Jean ist Steffen und Margaret war Arne, glaube ich, ne? Ja, random zwischen euch. Machen wir gleich am Ende noch. Wir haben Pidgeon. Die hat irgendjemand, ich glaube, wer hatte sie? Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, es war Tom. Und Gustavo Kulten. Cooles Bild. Sehr nice. Wir haben Aces und das ist Alex de Minaur. Ich glaube, dabei hat beide Alexander. Den und den davor. Alright, weiter geht's und zwar mit Gold. Und das ist Mitchell Krüger. Keine Gold Refractor, aber Gold. Sowieso. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Pete Sampras Refractor. Woo! Spot paid. Nicht. Alright. Blue of 99 geht an Sue. Wow. Noch am Ende abgegeben. Auf 99 Sue Wei Sim. Die blauen gefallen mir irgendwie besser als die Base. Vielleicht mache ich ein blaues Set.
Passt irgendwie zum Tennis, keine Ahnung wieso. Nochmal Gold und das ist Billie Jean King. Steffen sollte die nochmal haben. Gibt es die Autos auch in Blau? Lucy Safarova Refractor. Aces and King, Billie Jean King. Aces. Und wir haben eine Purple und die geht an Nicolas Basiashvili. Purple auf 199. Refractors hätte natürlich auch eine Idee, da hast du recht, Mike. Aber mir gefallen die blauen irgendwie ganz cool. Es ist vom Designer, es ist ein schönes Produkt. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten da noch die großen drin wie Agassi, Steffi Graf und Co. Dann wäre es ein echt richtig heißes Produkt, würde ich fast sagen. Wenn nur die großen Spieler noch dabei sein. Keine blauen Autos. Ah, schade. Hätte natürlich gut gepasst. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Orange, Rosy Gold, Red. Na gut, Red und Super kann ich schon mal kriegen. Red wäre bestimmt geil. Sieht bestimmt geil aus bei den Karten irgendwie. Na, wir haben Gold, Carrie Melville Reed. Not numbered. Refractor is Ram, Rajeev Ram. We have Martina Trevisan. Refractor. Das könnte jetzt ein Gold Refractor sein. Das ist Christina McHale und die ist auf 50. Gold Refractor Christina McHale, wer hat die denn? Steht doch bestimmt oben irgendwo. Christina McHale. Oh, ich hab die. Juhu! Wenn das mal kein Zeichen ist, dass ich das Set machen sollte. 6 von 50. Ich weiß es nicht. Also mir gefällt Blau irgendwie besser. Oder? Blau sieht irgendwie cooler aus, ne? Ich will sie ja nicht graden lassen, von daher ist es mir egal. Ich finde die blauen irgendwie trotzdem nicer. Irgendwie. Alright, weiter geht's. Purple ist Rosie Castles. Auf 199. Refractor, bases, Battle of Baselines, Margaret Smith Court und Chris Evert. Auch random, denke ich. Noah, wer ist das denn? Cooles Bild. Yannick Noah. Auch cool. Wir haben Taylor Preston, die hat Ahne. Jetzt weiß ich auch wieso. Und
Pete Sampras, Ring of Honor. Hat sie beide? Okay. Alright, weiter geht's mit Pat Rafter, Refractor. Pam Shriver, Auto. Wow, ich glaube, die hat irgendjemand genommen, der keine, glaube ich. Pam Shriver, wer hatte die? Andreas hat die genommen. Nice. Glückwunsch. Pam Shriver, Auto, on card. Vielleicht sammle ich auch doch nur die normalen. Aber die Autos auf jeden Fall die normalen. Ich glaube, das sollte reichen. Dann wird es zu teuer. Ja, ist er das? Okay, cool. Sampras nochmal. Ring of Honor. Refractor ist Jonas Björkman. Und Gold ist John Newcomb. Wir haben Judy Dalton M. Und Sabine Lisicki Refractor. Roman. Also zwei Autos schon mal. Schon ganz gut, oder? Drei Boxen haben wir noch. Ein cooles Produkt. Vielleicht wird es ja irgendwann so billig, dass es sogar Spaß macht, das zu breaken. Was? Emma Base? Ich guck gleich nach. Aber schicke ich ja mit. Ich habe keine gesehen mit zwei Gipsarmen. Ich glaube, wenn das Produkt echt günstiger ist, könnte es echt ein cooles. Könnte es Spaß machen, oder? Das zu breaken. Das hast du Emma, weil ich gerade Coco war. Auf jeden Fall und Emma. Coco und Emma. Waren dabei. Alright, wir starten mit einer Gold. Und das ist Max Purcell. Refractor ist Lorenzo Sonego. Und Purple ist Bernarda Pera. 199. Refractor ist Grigor Dimitrov. Und Pat Rafter Auto, wow. Dritte Auto, also ihr sagt, da sind keine Autos drin. Tö. Bitte euch. Pat Rafter, wer hat den? Hatte ich auch war mal eben schon, wo wir bei Pam waren. Pat Rafter hat Danny. Nice. Dritte Auto. Wir haben Buchholz, Insert, Ring of Honor. Wir haben Bernarda Pera, Refractor. Aces ist The Minor.
Master Base Refractor Purple und Blue. Echt so viel. Alright, Gold geht an Roy Emerson. Jennifer Brady. Nein, das ist nicht die Frau von Tom Brady. Wir haben Aces, Stefan Edberg. Und Blue ist Nancy Richie. Auf 99. Die Blue gefallen mir echt am besten. Ich glaube, ich mache das Blue Set. Nancy Richie Tom. Bob Bryant. Battle of the Baselines ist Margaret Smith Court und Rosie Casals. Random. Ring of Honor, Judy Dalton AM. AM, M. Peaches, Barkovic, Refractor. Aces ist Taylor Austin. Tracy, sorry. Das war Box Nummer 4. Ich finde das Produkt ganz cool. Klar, Tennis Cent fast echt ein Muss. Aber ich, das Outset wollte ich sowieso machen. Ich finde das ein schönes Set. Keine Frage. Klar, die Spieler sind halt das Problem. Ne? Wie gesagt, wenn da echt ein paar gute, bessere bei wären, wäre das ein mega Produkt. Dann wird wahrscheinlich jetzt jeder breaken. Oder mit einem Auto pro Box würde es dir wahrscheinlich auch schon jeder breaken zu dem Preis. Aber wenn der Preis noch weiter runter geht, wieso sollte man da jetzt nicht noch ein... Ja, ne? Könnte man vielleicht noch ein Case breaken. Ne? Resale Value ist halt nicht ganz so hoch, ne? Außer bei den Top-Spielern. Gefällt irgendwie. Okay. Krass. Ich bin halt eher die ältere Generation, was Tennis angeht. Da kenne ich noch ein paar mehr, aber die neueren. Nächste Box. Zwei Boxen haben wir noch. Gold ist Richard Gasquet. Gasquet heißt es, ne? Alright, wir haben Refractor, John Newcomb. Wir haben Refractor, Auto. Wir haben ein Auto, und zwar Annette Contaveit. Wer hatte die nochmal? Das habe ich irgendwie... Hane schon wieder? Ne, Paul. Ah, Paul, du hast die noch da hinterher geschaltet. Wir haben 4 Autos in 5 Boxen bisher. Soll ich noch mal einer beschweren hier? Glückwunsch. Sehr cool. Vier Autos in 5 Boxen ist ordentlich. Auf 10? Oh, auf 10! Wer legt mich am Arsch? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab vergessen, dass die nummeriert sind. Wow! 1 von 10, not bad. Dieser 50 sind nur manche Shortprinte, ne? Auf 50, hab ich ganz vergessen zu gucken. Und auf 50, ja.
Sehr cool. Glückwunsch, Paul. Anduja, Refractor. Und wir haben, was ist das? Light Blue, Aqua, Sukova auf 150. Jetzt muss ich überlegen, ob ich die nicer finde. Als die blauen. Weil die ein bisschen Retro-Feeling haben, ne? Das passt irgendwie. Die goldenen gefallen mir nicht. Oh, die türkisen sind auch cool. Oh, ne, beide will ich nicht sammeln. Wir haben Newcom. Insert. Refractor ist mehr so Reed. Curtain. Aces. Insert. Ja, eine Refractor hat sie bisher. Alright, Gold geht an. And Lee, die habe ich genommen. Wuhu! Ich habe was getroffen. Alright, wir haben Katie McNally. Refractor. Und Aces ist Gauff. Purple ist Jennifer Brady auf 199. Refractor ist Kapelinkov. Battle of Baselines ist Virginia Wade and Billie Jean King. King, so. Ziegenfuß haben wir. Geiler Name. Thiago Seaward Wild. Paul, glaube ich. Und Aces ist Newcom. Jennifer Brady. Ja, hast du. Letzte Box. Bisher eigentlich ganz ordentliche Ausbeute. Ohne dass ich die Values kenne von den Spielern, aber 5 Autos. Weil 4 Autos und 5 Boxen ist, denke ich mal, ziemlich ordentlich. Oh, letzte Box, Jungs. Viel Glück. Komm, ein Kracher bitte. Here we go. Wir starten mit Gold und zwar Jiří Veselý. Jiří Veselý. Gold. Refractor ist Mandlíková. Refractor. Aces ist King. Billie Jean King. Mackie McDonald's. Battle of the Baselines ist Billie Jean King und Margaret Smith Court. Ich glaube, die haben wir doppelt. Dann könnte jeder einer kriegen. Curtain. Insert.
Coco. Und Tracy Austin, Refractor. Ring of Honor ist Pidgeon. Alright, letztes Stack. Komm, gib uns was Gutes hier. Carolina Pliskova, da ist sie. Die an Bier erinnert. Oh, wir kriegen auch eine Blue. Through Macmillan. Million. Und Blue geht an. Virginia Wade. Virginia Wade. Hört die? Tom. Tom, du kriegst alle Blauen. Virginia Wade. Blau. Und noch eine Purple hinterher. Und zwar Stefan Edberg. Natürlich. Auf 199. Der Spot war ganz gut, würde ich sagen. Oh! Pete Sampras Auto! Leck mir am Arsch! Oh! Ich werd bekloppt! Oh, Mann, 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 Mann. Da hat mir den Arsch gereckt. Das kam jetzt aus dem Nichts, da habe ich aber gar nicht mit gerechnet. Wow, geil. Also damit schon die beste Karte aus dem Set. Alter, wir haben 5 Autos in 6 Boxen gehabt. Das ist crazy. 5 Autos und 6 Boxen. Und dann noch eine Sampras. Nur zur Info, der wäre im großen Fehler gratis gewesen. Okay, das rettet. Error Case. Sehr geil, ist sie nummeriert? Auf 50, jawohl. Also sehr schön. Eine der wenigen Karten, die ich unbedingt wollte aus dem Set. Boom. Sehr geil. Freue ich mich echt mega drüber. Damit ist für mich klar, dass ich das Set mache. Alright. Sehr cool. Also, Emerson. Ich würde sagen, der Break war auf jeden Fall ordentlich. Eigentlich ganz gut, oder? Judy Heldman. Refractor noch. Wir haben Noah. Aces, Yannick Noah, Refractor und das war's fürs Case. Ja, jetzt werde ich definitiv das Set sammeln, weil mit dem, ne, mit die beste, ja nicht die beste, aber ich glaube Coco ist teurer, ne. Aber es war meiner Meinung nach ein schönes halbes Case. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, ich nehme die blauen auch zum Sammeln. Das blaue Refractor Set werde ich mir vielleicht antun. Alright, ich mache einen kurzen Recap. Dann mache ich noch einen Random. Ja, okay. Echt, ist. Okay, ist sie so günstig geworden. Okay, nicht schlimm, alles gut. Ich brauche das Set, alles cool, ich bin happy. Guter Spieler, mochte ich schon immer. Also, kurzer Recap. Blue, Bastias Willi auf 99. Purple ist Peaches auf 100. Ne, lass mich nicht lügen. Was, 199? Ja, 199. Gold, Christina McHale auf 50. Wir haben Stefan Edberg auf 199. Virginia Wade auf 99. Carolina Pliskova, Gold. Vesely Gold, Jennifer Brady. Purple auf 199, Ann Lee Gold, Sukova auf 150, wir haben Nancy Ritchie auf 99, Gasket Gold, Emerson Gold, Purcell Gold, Pera auf 199, Purple, Newcomb Gold, Casals auf 199, Sue auf 99, sorry, Carrie Melville Reed Gold, wir haben Bassi Lasvili
auf 199. Aces ist, haben wir ein paar von gehabt. Billie Jean King, Gold, Krüger Gold, Minia, Austin und Francesca Jones Gold. Die schöneren Hits. Also es war echt ein gutes Case. Ein halbes Case. Arthur Fields, Gold noch hinterher. Dann hat mir 5 Autos aus 6 Boxen, was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Wir hatten Annette Contaveit und die ist auf 10 limitiert. Sind die alle auf 10, die Base, Jungs? Das ist ja schwierig, die zu kriegen. Pam Shriver, oder Shriver auf 50 Auto. Wir hatten Pat Rafter auf 50 Auto. Wir hatten Stefan Edberg auf 50 Auto und der Hits des Breaks. Pete Sampras auf 50 Auto. Sehr cool. Ich glaube, die hat einen leichten Kratzer vorne drauf. Muss ich gleich nochmal aufmachen. Alles gut. Also, das war 6 Box Break Tennis. Ich finde, es ist ein sehr schönes Produkt. Macht Spaß. Könnte ein Ticken billiger sein. Wird gerade ein Ticken billiger zumindest auch. Wir haben noch ein paar Randoms zu machen. Ich schaue mal eben, wen wir hier haben. Die doppelten mache ich, dann kriegt jeder eine. Ich denke mal, das ist die beste Lösung für die alle. Jetzt mal eben, muss ich mal schnell schauen. So. Wir hatten Billie Jean King und Margaret Smith Court. Ich glaube, die hat man zweimal, oder? Da. Okay, das heißt, die brauchen wir nicht random machen, da kriegt jeder eine von den Spielern. Dann hatten wir Virginia Wade und Billie Jean King, Margaret Smith Court und Casals, Smith Court und Everett und Sampras und Courier. Wir machen ein Random mit links und rechts. Das, was am Ende oben steht, geht dann an die Karte. Also wenn wir links treffen, kriegen links die Spieler alle die Karte, rechts andersrum, ja? Das ist am einfachsten. Alright, let me quick switch the screen here. There we go. Alright, left, right, one random for all. Tennis duels. Alright, Snake Eyes is reroll. We are going 5 times. 5 mal. Viel Glück. Good luck, guys. Here we go. 1, 2, 3, 4. And that's the final time. Winner is left. So, left is the winner. So, this is going out to Billie Jean King. This is going out to Rosie Casals. This is going out to Chris Everett. Oh, nee, warte mal. Sorry, mein Fehler. Doch wohl. Ja. Oder ist das Margaret Smith? Gut, ich muss gerade überlegen, ist glaube ich andersrum, ne? So, this is Margaret Smith Court, sorry. Oder? Die sehen gleich aus, ja. Margaret Smith Court, this is going to Margaret Smith Court, this is going to Virginia Wade, sollte das sein, und die geht an Pete Sampras, genau, die stehen genau andersrum, das ist ja logisch. Alright, that's it for the break, guys. Thanks again for joining. Hope to see you next time. I'm up, peace.